Hey, hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sobald ihr dabei seid, dauert ja mal ein paar Sekündchen, bis ich sehe, ob wer dabei ist. Ich hoffe, wir sind heute wieder zahlreich und ganz, ganz viele am vorletzten Tag dieses Jahres, des Jahres 2018. Und ich weiß nicht, wie es für euch war. Für mich war es ein sehr bewegtes Jahr mit vielen Ups und auch etlichen Downs und wie das halt so ist. Ja, jetzt sehe ich, die ersten sind dabei. Ich hoffe, man kann mich auch hören, aber nachdem der Daumen nach oben gegangen ist, vermute ich mal, dass man mich hören kann. Trotzdem wär's super, wenn du reinschreiben könntest oder wenn ihr, jetzt sehe ich auch schon, dass zwei dabei sind, wenn ihr mal reinschreiben könnt, ob ihr mich hören könnt, dann bin ich auch sicher, weil da wisst ihr, das ist immer so meine Angst, seit ich da mal, ich glaube, 5 Minuten gesprochen habe, ohne dass mich jemand hören konnte. Alle konnten mich sehen, aber niemand hören. Ja, also, wie gesagt, das Jahr 2018 ist ja fast vorbei und das eine oder andere lief nicht so toll und anderes lief toll. Ich denke mal, so ging es bei jedem. Es kann nicht alles toll laufen, obwohl man sich es natürlich immer wünscht. Und heute, ja, genau, kommt schon der nächste Daumen. Und heute geht's um das Thema gute Vorsätze. Denn für viele ist es ja wirklich so, dass sie sich an Silvester oder spätestens an Neujahr gute Vorsätze ausdenken. Und ich habe mich mal gefragt, woher kommt das eigentlich? Und ich habe so ein bisschen recherchiert. So ganz genau weiß man es nicht, aber man vermutet, dass das aus dem alten Judentum kommt, also jetzt so wirklich aus dem ganz alten. Wo sage ich mal, die Leute sich nicht an die Gebote gehalten haben. Und dann wurde eingeführt, dass man sich einmal im Jahr gute Vorsätze macht, sich mehr an die 10 Gebote zu halten. Und das hat sich wohl dann so durchgesetzt. Und hallo Gabi, hallo Con, schön, dass ihr dabei seid. Super. Das hat sich dann wohl durchgesetzt und hat dazu geführt, dass wir uns heute noch gute Vorsätze machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist, aber das ist so das ein oder andere Mal zu lesen. Und ich weiß auch nicht, ob sich jeder von euch wirklich gute Vorsätze macht. Es gibt ja Leute, die machen sich welche und manche, hallo Flora, manche machen sich gute Vorsätze, manche haben es aufgegeben, weil sie gemerkt haben, es funktioniert eh nicht. Und manche machen vielleicht auch noch mehr. Dazu werden wir gleich schauen, worum es da geht oder was ich euch da auch empfehle und was ich aus eigener Erfahrung genauso wie aus verschiedenen Studien euch da wirklich ans Herz legen kann. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Deutschen sich immer wieder gerne gute Vorsätze machen und Mitte Januar die meisten sogar schon vergessen haben. Also nicht nur nicht mehr daran arbeiten, sondern sich schon gar nicht mehr erinnern können, was sie da so gemacht haben. Und es ist wohl tatsächlich so, dass Mitte Januar laut einer Studie gerade mal noch 5% der Deutschen an ihren Vorsätzen arbeiten. Also sie sich wirklich vorgenommen haben, auch umzusetzen und nicht nur an Silvester mal kurz drüber nachgedacht haben. Wobei das auch ganz witzig ist, was so die interessantesten sind, aber bevor ich das sage mal anschaue, oder die typischsten sind, bin ich im Internet auf eine Seite gestoßen von Brigitte, also von der Frauenzeitschrift Brigitte, kennt ihr sicher alle. Und die haben so Empfehlungen. Ich hoffe, dass es von diesem Jahr ist oder vielleicht bei der Suchmaschine weiß doch nie, kann auch vom letzten Jahr gewesen sein, egal. Ich lese euch mal vor, was die aufgeschrieben haben. Erstens weniger Fleisch essen. Kann ich mir nicht vornehmen, ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch mehr, also für mich nicht so sinnvoll. Auf gesunde Lebensmittel achten, ja, auch das für mich nicht relevant. Ich muss mich sowieso sehr gesund ernähren, ich habe eine Darmproblematik mit Glutenunverträglichkeit, also das ist bei mir auch was, was ich mir nicht vornehmen muss, aber es gehört wohl zu den Top-Favoriten. Zweimal in der Woche 20 Minuten Sport machen, ja, da könnte ich jetzt an mir arbeiten. Gut, ich mache. Momentan mache ich es auch tatsächlich wieder täglich in der Früh so meine 10 Minuten Rücken. Also da komme ich auch locker auf die 40 Minuten pro Woche, die die hier schreiben. Aber gut, regelmäßig 7 bis 8 Stunden schlafen. Ja, also da würde ich mir den Tag halb versauen. Das möchte ich gar nicht. Also es gibt ja so Untersuchungen, wie viel Schlaf braucht man? Und die Schlafforscher sagen 6 bis 8 Stunden. Von daher, da liegen die in der Zeit. Aber es gibt eben Menschen, für die reichen 6 vollkommen und es gibt andere, die brauchen 8. Mehr ist ein Blödsinn, weniger ist ein Blödsinn. Hat damit zu tun, wer weniger schläft, dem reicht es nicht,
die Energie wieder aufzutanken. Also der Schlaf hat ja nicht nur körperliche Funktionen, also sprich, dass du dich wieder ja körperlich ein Stück weit fitter fühlst, sondern auch vor allem fürs Bewusstsein. Das Bewusstsein muss am Tag mindestens 6 Stunden schlafen gelegt werden, damit es sich erholen kann und das Unterbewusstsein in dieser Zeit ungestört zum Beispiel über die Träume das Erlebte festigen kann und all diese Sachen, die da ganz, ganz wichtig sind. Also 6 Stunden ist das Minimum. Wer länger als 8 Stunden schläft, ich meine, mal ist das okay und am Wochenende und so, aber wer das regelmäßig tut, der sorgt dafür, dass sein Kreislauf auf Dauer zu niedrig ist und nicht in die Pötte kommt. Und das kenne ich selber, wenn ich mal tatsächlich länger schlafe, dann brauche ich einen halben Tag, bis ich dann wirklich auch wieder wach werde. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist wohl tatsächlich so. Dann 5. Tipp war hier, einen Tag in der Woche für die Familie reservieren. Gut, ich habe keine, also auch das trifft auf mich nicht zu. 6. zwei Stunden in der Woche für die beste Freundin einplanen. Gut, das ist jetzt ein Frauending, ja. Brigitte Frauenzeitschrift. Ich glaube, die meisten Frauen tun das mindestens 2 Stunden die Woche. Weniger Müll produzieren. Ja, das ist bei mir auch nicht so viel. Sich sozial engagieren. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was da alles dazu fällt. Das ist übrigens hier auch der kürzeste Absatz witzigerweise. Und hier steht dann zum Beispiel drin, Klamotten spenden oder so Sachen. Einen alten Kontakt wieder aufleben lassen. Das passiert mir seit Social Media gibt regelmäßig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da werde ich immer wieder angeschrieben von Leuten, die mich von früher kennen oder ähnliches. Ein neues Hobby suchen. Na, das brauche ich gar nicht. Ich Auszeiten einplanen. Ja, das ist jetzt was, da arbeite ich tatsächlich dran. Das muss ich für mich tatsächlich mehr machen, weil im vergangenen Jahr hatte ich für mich, außer dass ich jeden Tag meditiere und die meiste Zeit in der Früh auch meine Rückenübungen mache, ist sonst nichts für mich. So, das waren die Tipps von der Brigitte. Also ihr seht, nicht, gut, ich bin ein Mann, also von daher eh nicht Zielgruppe, aber nicht unbedingt alles für mich machbar. Dann habe ich woanders gesucht, wo es hieß, was sind so die typischen Vorsätze, und da konnten die Leute wählen. Gut, waren jetzt nicht so viele Stimmen, haben vielleicht so ungefähr 1.500 bis 2.000 Teilnehmer teilgenommen, was allerdings schon insofern eine Menge ist, weil wenn so diese klassischen Emnit-Umfragen oder Forsa-Umfragen oder wie sie alle heißen, die ihr so in den Nachrichten dann oft hört, wenn es um wichtige Themen geht, die fragen auch oft nur 1.500 bis 2.000 Leute. Also das ist nicht so, wie sie immer tun, dass die ganzen Bürger befragt hätten, sondern halt nur ein paar. Und da ist jetzt so eine Hitliste entstanden. Und auf Platz 1 steht tatsächlich mehr Sport machen. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten im Privatleben immer wieder höre, dass die meisten Menschen mehr Sport machen wollen. Ich kenne zwar auch Leute, die machen eh so viel, manche sollten vielleicht sogar eher reduzieren, aber weil man kann es ja auch übertreiben, aber für viele ist das tatsächlich das Wichtigste. An zweiter Stelle gesünder essen und abnehmen, dann an dritter Stelle. Ja, wer will nicht abnehmen? Also die meisten nicht. Es gibt schon welche, die haben die Idealfigur, aber abnehmen schadet nie. Und dann kommt, und deswegen habe ich euch diese Liste rausgesucht, kommt an 4. Stelle selbstbewusster werden. Finde ich ganz spannend, dass das tatsächlich so ein großes Thema für die meisten Menschen ist. Ja, jetzt erstmal so, was halt wirklich für die Leute offensichtlich das Wichtigste ist. Natürlich kommen da auch noch Sachen dazu. Jetzt muss ich mal sagen, ob die da überhaupt vorkamen. Ich glaube, die kamen hier gar nicht vor in dieser Liste. Weil, was ja auch so ein Klassiker ist, nee, kommt hier doch weniger trinken ist zumindest drin, also Alkohol weniger trinken. Komischerweise ist mit dem Rauchen aufhören drin, doch hier, ah ja, aber ziemlich weit unten. 1% der Leute wollen mit dem Rauchen aufhören. Okay, es rauchen ja nicht mehr so viele, aber das ist zum Beispiel auch so Klassiker für Silvester. Aufhören mit dem Rauchen, weniger Alkohol trinken, etc. Nur, egal welche Vorsätze du dir selbst machst, die meisten Vorsätze bringen nichts, wenn es nur Vorsätze sind. Deswegen lass es lieber gleich. Es führt nur zu Frust, weil, wie gesagt, Mitte Januar 5% der Deutschen sowieso nicht mehr dran arbeiten. Aber ich meine das natürlich jetzt nicht endgültig. Ich meine, ihr kennt mich, ja. Ich sage jetzt nicht einfach nur lass es und sag ciao, schönen Abend, macht es gut, sondern es geht natürlich weiter. Denn Vorsätze ist so ähnlich wie Träume. Und wir können von viel träumen, wir können uns so viel vornehmen. Solange wir daraus nicht ein konkretes Ziel machen, bleibt es beim Traum oder beim Vorsatz. Und das ist auch genau das Entscheidende. Und da gibt es eine ganze Menge Studie über Zielen. Vielleicht kennt ihr euch schon auch schon gut aus mit Zielen. Ich weiß es ja nicht, wie viel ihr da schon gemacht habt. Aber manche kennen das Thema halt gar nicht.
Und da gibt es eine ganze Menge Studien drüber, wie wichtig es ist, Vorsätze zu machen, eben nicht, sondern Ziele zu machen, wenn man etwas erreichen will. Und das ist natürlich erstmal die erste Frage, willst du überhaupt etwas erreichen? Denn wenn du mit allem zufrieden bist, wie es ist, oder es dir eh egal ist, und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du mir zuschaust, gehörst du nicht zu diesen Leuten. Aber es gibt viele Leute, schau dich um da draußen, denen es scheißegal ist, was aus ihnen wird, und denen es scheißegal ist, was nächsten oder übernächsten oder in einem Monat oder in einem Jahr oder in 2 Jahren ist, dass die sich keine Ziele machen wollen und dass die auch keine Ziele machen müssen, ist logisch. Also wer nicht vorankommen will oder schon mit allem super zufrieden ist, quasi schon den goldenen Löffel hat und alles, was man sich sonst noch dazu wünscht, ohne im goldenen Käfig zu sitzen, dann brauchst du dir auch keine Ziele machen. Aber für alle, die in irgendeiner Form vorankommen wollen, für sich selbst, für die Gesundheit, für die Ernährung, für den Sport, für die Süchte, also sprich aufhören mit Rauchen, Saufen oder sonst irgendwas, für den Job, für die, was immer es ist, für Beziehungen, für die Liebe etc. Ja, ein klassischer Vorsatz von Singles ist natürlich auch einen Partner zu finden, jetzt endlich in diesem Jahr oder ähnliches. Ja. Ist in den Hitlisten deswegen nicht so weit oben, weil natürlich auch nicht so viele Single sind. Aber wenn du irgendwo in irgendeinem deiner Bereiche etwas erreichen willst, dann solltest du dir ganz konkrete Ziele setzen. Und wenn du das nicht kennst, dann werde ich jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie, und das ist alles psychologisch untersucht und getestet, wie Ziele aussehen müssen, damit sie funktionieren. Und natürlich werde ich auch erzählen, warum sie funktionieren. Und du hast vielleicht schon mal diesen Begriff gelesen, smarte Ziele. Vielleicht weißt du es auch sofort aus dem FF, was das bedeutet, denn SMART ist ein Art Akronym, also ein Wort, das aus Abkürzungen besteht. Und das S steht für spezifisch. Damit ist gemeint, dass du dir ganz konkret aufschreibst, was du als Ziel hast. Also nicht nur, ich will abnehmen oder ich will mehr Sport machen oder sonst irgendwas, sondern ganz konkret aufschreibst, was du tun willst, was du erreichen willst, was genau dein Ziel ist. Und es hängt auch gleich mit M, SMART, M an zweiter Stelle messbar zusammen. Denn es ist nur dann ein Ziel, wenn es messbar ist. Also sprich, wenn du an einem bestimmten Punkt sagen kannst, jetzt hast du die Menge erreicht, an der du genau sagen kannst, Ziel erreicht. Wenn du also nur sagst abnehmen und gehst morgen auf die Waage und hast 100 Gramm weniger, meine Waage zeigt es in 100 Gramm Schritten an, ich weiß nicht, wie es bei deiner Waage ist, dann könntest du ja schon zufrieden sein. Wenn du mehr Geld verdienen willst und dein Chef gibt dir, oder weil sich die steuerlichen Sachen ändern und du verdienst im Monat einen Cent mehr, dann hast du es erreicht. Aber ich denke, dass du trotzdem nicht zufrieden sein wirst, weder mit 100 Gramm noch mit einem Cent. Also ist es relevant, dir aufzuschreiben, was genau willst du erreichen, wie viel Kilo willst du abnehmen, wie viel mehr Geld willst du verdienen, wie viel mehr Zeit. Du kannst dich erinnern, als ich gerade Brigitte vorgelesen habe, die haben immerhin geschrieben, 20 Minuten Sport zweimal die Woche oder 2 Stunden Zeit für die beste Freundin. Also sie haben es konkret in Zahlen gefasst. Und das gilt tatsächlich, das ist nachgewiesen, dass das wichtig ist, dass du es dir in Zahlen fasst. Klingt auch erstmal gut. Und bei manchen Sachen ist es relativ einfach, weil wenn du aufhörst zu rauchen, dann heißt Rauchen nicht weniger rauchen, sondern ganz aufhören, also null Zigaretten. Bei Alkohol mag es vielleicht schon wieder anders ausschauen, wenn du nicht alkoholkrank in dem Sinne bist, dass du gar keinen Tropfen trinken darfst, weil selbst eine Schnapspraline dich wieder in die Sucht bringt. Dann, sondern weil du nur reduzieren willst, damit es eben nicht zu viel wird oder damit du nicht in diese Suchtgefahr reinrutscht, die übrigens schneller kommt, als sich viele vorher vorstellen, dann pflege einfach fest, wie viele Gläser Wein oder Bier maximal die Woche oder wie viel Alkohol insgesamt maximal die Woche oder wie viele Tage maximal die Woche Alkohol du überhaupt trinkst, weil man ist ja schon ziemlich nah an der Sucht dran, wenn man zum Beispiel jeden Tag Alkohol trinkt oder 5-mal die Woche Alkohol trinkt. Also das ist ja schon viel zu viel und das unterschätzen viele. Also so das klassische Feierabendbierchen,
dass tatsächlich ja manche trinken. Ich persönlich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, abgesehen davon, dass ich Bier weder trinken darf noch mag, nie gemocht habe. Aber das ist für viele schon, das ist eigentlich schon viel zu viel, ja, für die Gesundheit etc. Also was genau ist für dich die richtige Menge, wenn das Thema Alkohol ein Thema ist? Ja? Klar, wenn es um Partner geht, ist auch klar, einen Partner, eine Partnerin und nicht ein Harem oder ähnliches. Also sprich, mach es so genau wie möglich. Nur wie ist das jetzt beispielsweise mit Selbstbewusster? Ja? Wir haben ja gelesen, oder ich habe euch vorgelesen, an Platz 4 stand selbstbewusster werden als eins der wichtigsten Vorsätze der Deutschen. Was bedeutet das? Wann bist du selbstbewusster? Wann bist du selbstsicher genug? Und bei solchen Dingen, wo es nicht so an Zahlen machbar ist, weil es gibt ja jetzt nicht 1 Kilo Selbstsicherheit oder ähnliches, da ist es sinnvoll, wenn du dir eine bestimmte Sache raussuchst, die eintreten muss, damit du dann sagen kannst, ja, jetzt ist für mich das Ziel messbar erreicht. Jetzt hängt es natürlich von dir selber ab, aber ich sage jetzt mal, es gibt Menschen, die trauen sich niemanden Fremden anzusprechen. Im Café oder im Supermarkt oder auf der Straße. Sollte das bei dir zum Beispiel sowas sein, dann könnte das Ziel lauten, ich habe mir bewiesen, dass ich selbstsicher genug bin, indem ich mindestens 10 vollkommen fremde Leute angesprochen in ein Gespräch verwickelt habe oder irgend sowas. Ja? Auch hier, du siehst, die 10 ist wieder drin. Es kann auch die 1 sein, es kann auch die 7 sein oder die 100, was immer du machen willst. Aber entscheidend wieder eine konkrete messbare Einheit drin. Das A heißt aktiv. Aktiv bedeutet, dass du selbst etwas dafür tun kannst. Wenn du also als Ziel hast, ich will im Lotto gewinnen, ne, da kannst du zwar aktiv den Lottoschein ausfüllen und aktiv deine sauer verdiente Kohle in den Schlund des Lottosystems werfen, aber damit hast du deine Chancen nicht wirklich erhöht. Naja, gut, im Vergleich zu gar nicht spielen schon, aber nicht wirklich erhöht, dass du zum großen Lottogewinner gehörst. Deswegen, sowas hat nichts mit Zielen zu tun. Ja, das ist ein Hoffen oder ein Glauben, aber kein Ziel. Wenn du ein Ziel erreichen willst, wo du beispielsweise gewählt werden willst, also sagen wir mal, du willst, vielleicht bist du politisch aktiv, vielleicht bist du in einem Verein aktiv und willst in den Vorstand gewählt werden, dann kann das durchaus aktiv sein, denn dann kannst du dafür aktiv was tun. Du kannst für dich werben, du kannst Menschen für dich gewinnen, du kannst mit Menschen reden, dass sie dich unterstützen etc. Also da kannst du einiges dafür tun. Da bist du zwar auch von anderen abhängig, nämlich diejenigen, die dich wählen, aber du kannst eine ganze Menge dafür tun. Und bei allen anderen Dingen, wie zum Beispiel Sport oder Abnehmen, kannst du sowieso eine ganze Menge dafür tun. Also es muss auch immer etwas sein, wo du aktiv einen großen Anteil dran tun kannst, um es überhaupt zu erreichen. Wenn du mehr von anderen, vom Zufall, vom Glück oder sonst was abhängig bist, dann ist es kein sinnvolles Ziel, dann ist es ein Wunsch oder ein Traum oder was auch immer. Jetzt hat man das A, das R ist realistisch. Und das ist gar nicht so einfach, weil was ist realistisch? Klar, es gibt, wir wissen manchmal, was nicht realistisch ist. Also wenn eine von euch, die zuhört, Papst werden will, das ist nicht realistisch. Das scheitert so, zumindest die, die geschrieben haben, schon am Geschlecht. Con, Gabi, Flora, in der katholischen Kirche sind Frauen da immer noch nicht erlaubt. Aber nicht nur das, sondern wir alle haben nicht diese Laufbahn eingeschlagen, dass wir da noch landen könnten. Sowas wäre also unrealistisch. Wenn dein Ziel ist, die Tennismeisterschaft im nächsten Jahr zu gewinnen, also jetzt in dem kommenden, das übermorgen losgeht, dann ist es nur realistisch, wenn du schon in der Rangliste weit genug oben bist oder in der, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie das im Tennis oder in deiner Sportart ist, schon so weit bist, dass du eine Chance hast, mit gutem Training das auch noch zu schaffen. Aber wenn du da schon bist, dann hast du eine Chance und dann kann das durchaus ein realistisches Ziel sein. Lieber eine Nummer zu groß planen, als Angst davor zu haben, dass es zu schnell unrealistisch ist. Denn viele Menschen haben tatsächlich Angst, dass sie ein Ziel nicht erreichen und dann enttäuscht sind. Ich habe da immer so einen Spruch drauf, den ich gerne verwende, nämlich wenn du auf den Mond zielst und ihn verpasst, landest du trotzdem bei den Sternen.
Und damit meine ich, selbst wenn du also dein Ziel nicht erreichst in dem Bild der Mond, dann hast du auf dem Weg dorthin trotzdem eine ganze Menge geschafft. Du hast viele Schritte getan und bist auf jeden Fall dran gewachsen. In dem Bild zum Star geworden, zum Stern geworden. Ja. Ich persönlich kann es immer nicht nachvollziehen, wenn jemand aus der Angst heraus, dass es eh nichts wird, Dinge schon von vornherein gar nicht erst versucht. Ja, es gibt Dinge, wo man eine gewisse Erfahrung hat und dann kann ich das auch sagen. Gibt es auch Dinge bei mir, wo ich sage, das werde ich nicht nochmal versuchen. Habe ich oft genug gemacht. Es macht keinen Sinn, 15 Mal gegen die Wand zu rennen und zu hoffen, dass da die Tür plötzlich aufgeht. Wenn die Wand sich als hart genug erwiesen hat, brauche ich kein 16. Mal dagegen rennen. Aber es gibt auch andere Situationen, wo man es eben nicht versucht hat und nur weil man sich vorstellt, es könnte schwierig sein oder ähnliches, es gleich aufzugeben. Das halte ich nicht für sinnvoll, aber ich weiß, dass es bei vielen so ist. Ich kenne sogar Menschen, die gehen keine Beziehung mit einem Partner ein, weil sie Angst haben, das hält nicht den Rest des Lebens. Okay, lieber Single sein oder was? Also, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, muss aber jeder für sich selber wissen. Also, ich halte es immer für sehr sinnvoll, die Dinge zu versuchen und lieber etwas zu groß planen als etwas zu klein. Denn wenn wir ein großes Ziel haben, strecken wir uns auch mehr. Dann strengen wir uns mehr an. Das ist übrigens auch nachgewiesen. Gibt es Zahlen drüber, Studien drüber etc. Je größer das Ziel ist, es darf nicht so groß sein, dass du von vornherein überhaupt nicht mehr dran glauben kannst oder dass es eben unrealistisch ist, wie Papst zu werden. Aber je größer ein Ziel im realistischen Bereich ist, desto eher strengst du dich an, desto mehr streckst du dich danach. Und selbst wenn du es dann nur zu 80% erreichst, hast du 80% geschafft. Wenn das Ziel aber nur 50% ist und du erreichst es, dann hast du nur 50% geschafft. Also von daher lieber etwas größer stecken und dadurch eben auch den Ehrgeiz erhöhen. Da komme ich später gleich noch dazu, warum das so wichtig ist. Also das war realistisch, war der vorletzte Buchstabe und T ist terminiert. Das heißt, das Ziel braucht ein Datum, ein konkretes Datum. Am besten wirklich so konkret wie möglich, also nicht in circa 3 Jahren oder sowas, sondern am 1. Dezember 2022 habe ich XY erreicht. Aber setz es dir nicht so lang, wenn es geht. Es gibt Ziele, die dauern lange, aber ansonsten sind die kurzfristigeren Ziele meistens sinnvoller, weil wir über lange Zeit uns oft auch ja, verändern und sich viele Dinge verändern etc. Trotzdem, es gibt langfristige Ziele. Und wer ein Haus bauen will, der wird es nicht in 2 Wochen erbauen. Okay, mit Fertighäusern ging's. Ich muss immer aufpassen mit Beispielen, ja, aber grundsätzlich ist es ein langfristiges Projekt. Also von daher gibt es natürlich auch langfristige Ziele, aber die meisten Ziele wie abnehmen, du wirst jetzt nicht 5 Kilo in den nächsten 3 Jahren abnehmen. Ja, das ist sicherlich eher was, wo du dir sagst, das will ich bis zu Beginn der Badesaison. Und dann aber bitte nicht circa, weil manche gehen schon im Januar ins Wasser, manche erst im August. Lege es genau fest, wann dieses Datum ist. Bis dahin willst du es erreicht haben. Das war jetzt smart. Das ist auch das Gängigste. Wenn du das im Internet smart eingibst, kommen sofort diese 5 Buchstaben. Auch bei meinem Blogartikel, den ich ja dazu wieder mache, wird es wieder drunter stehen. Also wenn du es nochmal nachlesen willst. Smart ist jetzt Standard. Aber ich glaube, dass das nicht reicht. Smart alleine reicht nicht. Ich selber setze mich auch tatsächlich jeden Jahreswechsel hin oder fast jeden. Und schreibe mir meine Ziele auf, aber smart reicht nicht. Und ich habe gerade schon was gesagt, was auch ganz wichtig ist, nämlich aufschreiben. Sich es nur auszudenken oder so, schreibe es auf und zwar wirklich so konkret wie möglich, mindestens nach diesem Smart-Prinzip gerade. Ich gehe weiter und sag dir, was ich noch für sehr, sehr wichtig finde, beziehungsweise was teilweise auch herausgefunden wurde. Und das eine, was ich dir jetzt sage, hat was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Wichtig ist, dass du beim Aufschreiben des Ziels und bei allem, was auch noch danach kommt, jetzt gleich, immer in der Gegenwartsform bleibst. Also nicht in 3 Jahren werde ich ein Haus gebaut haben, sondern in 3 Jahren habe ich mein Haus. Du kannst also vorne die Zeiteinheit setzen, bleib aber dann in der Gegenwartsform, im Präsens und nicht in der im Futura. Ich hoffe, ich bin da nicht so gut in deutscher Grammatik. Verzeiht mir, wenn es nicht perfekt sein sollte, aber ich glaube, es heißt Futura, also in der Zukunftsform.
Und bleib auch wirklich in jeder Formulierung immer in dieser Gegenwartsform. Das hat was damit zu tun, dass unser Gehirn auf die Gegenwartsform anders reagiert als auf Vergangenheit oder Zukunft. Denn Vergangenheit und Zukunft ordnet es auch entsprechend in Vergangenheit und Zukunft irgendwo ein und Gegenwartsform im Hier und Jetzt und auch dann, wenn es vorne diese Zeitangabe hat und etwas ist, worauf es hinarbeiten soll. Es bildet jetzt dieses Bild, und um das geht's, dieses Bild, das wichtig ist, um dadurch diese Sehnsucht, das Ziel zu erreichen, die ist fürs Unterbewusstsein sehr wichtig, zu entwickeln. Ja? Deswegen unbedingt die Formulierung immer in der Gegenwartsform. Kontrolliere also deine Zielformulierungen auch danach nochmal, ob wirklich alles in der Gegenwartsform geschrieben ist, weil man kommt automatisch immer wieder rein. Ich selber schreibe ja öfters Texte, auch wenn ich Geschichten erzähle, achte ich immer darauf, dass es, zumindest wenn ich sie vorbereite, ja, spontan leider meistens nicht, wie soll ich sagen, so gut kann ich nicht sprechdenken. Aber wenn ich Geschichten vorbereite für meine Vorträge, für meine Präsentationen, für meine Seminare, dann achte ich darauf, dass die in der Gegenwartsform sind oder auch für einen Blog, wenn ich welche schreibe. Ich merke aber, dass ich beim Schreiben immer wieder sofort in die Vergangenheitsform reinrutsche, wenn ich etwas erzähle, was schon stattgefunden hat, und muss es dann einfach wieder korrigieren. Und weil sowas passiert, immer wieder drüber lesen, Gegenwartsform. Nächster Punkt ist, dass du es dir ausmalst, dass du es dir visualisierst, und zwar mit möglichst vielen Sinnen. Das heißt, dass du dir wirklich ganz konkret vorstellst, wie ist es, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Also, bleiben wir bei dem banalen Beispiel abnehmen. Wie fühlst du dich genau, wenn du abgenommen hast? Ja? Also du sagst ja, in 3 Monaten habe ich 6 Kilo weniger und ich fühle mich damit so und so. Wie siehst du aus? Ja? In 3 Monaten mit 6 Kilo weniger sehe ich so und so aus. Also du stellst dir das so gut wie möglich vor, machst vielleicht am besten die Augen zu und visualisierst dir das innerlich mit allen Sinnen. Vielleicht hört sich auch irgendwas anders an, vielleicht riecht etwas anders, vielleicht schmeckt etwas anders. Also mindestens die 5 Wahrnehmungssinne, die Sinne sind immer zur Wahrnehmung, also die 5 wichtigsten Sinne. Fakok, also visuell, auditiv, kinästhetisch, also sprich gefühlsmäßig, olfaktorisch, sprich geruchsmäßig und gustatorisch, geschmacksmäßig. Das sind ja so die Standard 5 von unseren 10 Sinneskanälen. Also die 5, die eigentlich jeder kennt. Die anderen kennt nicht jeder, wo sie genauso wichtig sind. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, gerade weil die meisten ihre guten Vorsätze ja bis Mitte Januar schon wieder vergessen haben, mach dir auch Erinnerungen in deinen Kalender rein. Ob du das jetzt im Handy machst, wo eine Mitteilung sogar aufpoppt, oder im PC, oder vielleicht sind die bei dir auch verknüpft, wie bei mir, dann egal, es finde für dich den richtigen Weg. Ob es nur ein Eintrag ist oder ob wirklich was aufpoppt, stell das entsprechend ein und entscheide auch für dich, wie oft das passieren soll. Aber wir sind so in unserem Alltag gefangen, dass wenn wir sowas nicht uns irgendwo immer wieder herholen, weißt, es reicht, manche schreiben es nur in ein Buch, das ist wunderbar, aber das reicht nicht. Weil wenn du es im Buch drin hast und das Buch nicht mehr anschaust, und ich bin selber so ein Kandidat, wie ich schreibe sowas in ein Buch und dann schaue ich es nie wieder an, wenn ich es mir nicht noch zusätzlich in den Kalender schreibe. Deswegen schreibst du dir in den Kalender in für dich sinnvollen Zeitabständen, wöchentlich, monatlich, alle 3 Wochen, alle 7 Wochen, was auch immer. Und lass dich immer wieder daran erinnern, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Und das hängt natürlich davon ab, wie langfristig das Ziel insgesamt ist oder wie häufig du daran arbeiten musst, ob die Abstände der Erinnerung jetzt eher kurz oder eher lang sind. Was meistens nichts bringt, ist, wenn man sie sich täglich reinmacht, weil das übersieht man nach spätestens 2 Wochen, da achtet man immer drauf. Wir sind ja so, wenn etwas regelmäßig oder zu regelmäßig ist, dann nehmen es wir irgendwann nicht mehr wahr. Deswegen lieber seltener als täglich, aber auch nicht zu lange Abstände. Und was auch wichtig ist, dass du dir dann einen konkreten Plan machst. Das hängt natürlich mit dem Aufschreiben zusammen. Das heißt, je nachdem, was das Ziel ist, ich sag mal 6 Kilo abnehmen, dann hat das ja auch was damit zu tun, was du in deinem Leben umstellst. Es nützt also nichts, dir nur vorzunehmen, abzunehmen. Und es reicht meistens auch nicht, einfach nur dir vorzunehmen, weniger zu essen.
Das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht schaffe. Was auf dem Teller ist, esse ich. Ich bin leider als Kind so getriezt worden, was auf den Teller kommt, muss man essen und ich kriege das nicht raus. Ich kann nicht einen Brösel übrig lassen. Das tut mir in der Seele weh und da sträubt sich alles in mir. Ich schaffe das nicht, einen Teller nicht komplett aufzuessen. Und ich schaffe es auch nicht, bestimmte Portionen einfach kleiner zu kochen oder mir weniger auf den Teller zu nehmen. Das heißt, das alleine würde bei mir zum Beispiel überhaupt nicht reichen. Ich müsste also, wenn es bei mir ums Abnehmen geht, ginge, dann müsste ich mir konkret aufschreiben, okay, was ändere ich an der Ernährung, was esse ich anderes, was mache ich an mehr Bewegung, an mehr Sport, was spielt sonst noch eine Rolle, womit kann man sonst noch abnehmen? Das heißt wirklich konkret aufschreiben, was sind deine Pläne? Und da gilt dann auch die sogenannte Salami-Technik. Das heißt, reduziere dein, oder nein, nicht reduziere, sondern teile dein Ziel in mehrere Schritte. Und diese Schritte sollten auch wieder mehr oder weniger smart sein und auch dann im Kalender drinstehen. Also wenn du sagst, in 3 Monaten 6 Kilo, dann nützt es nichts, wenn du die ersten 2 Monate fast nichts tust und dann in den letzten 2, 3 Wochen versuchst, noch die 6 Kilo runterzukriegen. Gut, manche haben auch das schon geschafft, aber es ist sicherlich nicht der gesündeste Weg, sondern dann solltest du dir Zwischenziele setzen und zum Beispiel jeden Monat von den 3 Monaten 2 Kilo abnehmen. Ja? Ob das realistisch ist oder nicht, das hängt vom Einzelnen ab. Es gibt Leute, die nehmen 2 Kilo locker in 3 Tagen ab und es gibt andere, die brauchen ein ganzes Jahr dafür. Ich mit meinen Gluten-Themen und so weiter, also mit meinem Darm, ich habe in diesem Jahr und ich kann da gar nichts dazu tun. Ich kann so viel oder so wenig essen, wie ich will. Es hat damit gar nichts zu tun. Ich habe in diesem Jahr 3 Kilo abgenommen und zwar schön gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt. Da hast du das Gefühl, da tut sich gar nichts, aber am Jahresende war es dann doch, sind es dann doch 3 Kilo. Aber da kann ich nichts aktiv dazu tun. Ich kann ganz viel essen und ich nehme nicht zu und ich kann ganz wenig essen und ich nehme nicht ab. Das ist halt bei mir so dieses Thema. Aber wie gesagt, es geht darum, dass du dir dein großes Ziel in kleinere Schritte aufteilst, Salamitaktik, und dafür Zwischentermine setzt. Auch um ein bisschen auf der Route zu bleiben. Ja? Und als letztes, ganz Wichtiges, was auch in dem Smart nicht vorkommt, ist, überprüfe mal, ob dieses Ziel, das du dir da setzt, auch wirklich zu deinen Werten passt. Werte hat man erst, wann war das? Vor 2 Wochen, glaube ich. Ob es auch wirklich zu deinen Glaubenssätzen passt und vor allem auch, ob es zu anderen Zielen passt. Es gibt ja so Leute, die haben das Ziel, was weiß ich, auf einer einsamen Insel zu leben und gleichzeitig haben sie das Ziel, Abteilungsleiter zu werden. Ich meine, okay, es gibt auch Inseln, wo Firmen drauf sind, wo man Abteilungsleiter werden kann. Aber die Frage ist immer, wie realistisch ist es, ob diese Ziele zusammenpassen? Gut, das waren jetzt zwei Extrembeispiele, aber trotzdem, du verstehst, was ich meine. Und da machen sich viele Leute keine Gedanken darüber, ob das zusammenpasst, ja, die beiden Ziele. So, das waren jetzt so die 6 Zusatztipps von mir zu Smart. Jetzt schauen wir mal, was Flora geschrieben hat. Wenn man oft gescheitert ist, fällt es einem irgendwann sehr schwer, den Glauben niemals zu verlieren. In meinem Fall scheitern durch gesundheitliche Umstände. Ja, da habe ich ja von meinen auch gerade erzählt. Genau. Inzwischen nehme ich mir eher bewusst sehr kleine Ziele vor. Jeden Tag betrachte ich einzelne und freue mich, wenn ich wieder einen guten Tag hatte. Großes Ziel für nächstes Jahr ist die IHK-Prüfung zum Ende meiner Umschulung. Okay, also so eine Prüfung ist natürlich ein großes Ziel, das ist ganz klar. Aber auch da Salamitaktik rechtzeitig einplanen zu lernen. Ich weiß nicht, wie jetzt diese IHK-Prüfung gestaffelt ist und so weiter. Gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Das heißt, falls es da Zwischenschritte gibt, dass du auch natürlich die dir schon als Ziel setzt, ganz klar. Und eben beim Lernen, ich meine, ich kenne das noch aus der Schulzeit. Die meisten haben gelernt so in der Nacht vor der Prüfung. Das bringt meistens nichts. Ja? Aber jetzt zu deinem anderen, wo du gesagt hast, dass du dir Tagesziele machst und jetzt hast du nochmal was geschrieben. Es gibt Tage, an denen ich sehr stolz und dankbar bin und dann wieder Tage, an denen ich sehr vieles an so eine große Angst habe, mein Ziel nie zu erreichen. Ja, also Flora, vielleicht hilft dir das. Du wirst nie alle Ziele erreichen und das ist auch gar nicht das Entscheidende. Ich habe auch viele, viele, viele Ziele mir im Leben gesetzt, die ich nie erreicht habe. Das hat verschiedene Gründe. Manchmal sind sie einfach sehr groß und dann sage ich, lieber habe ich mir ein großes Ziel gesetzt und mich danach gestreckt und es nicht erreicht, als ein zu kleines oder gar keines. Manchmal, weil sich einfach auch die Umstände ändern, weil sich meine Ziele ändern. Also so ein Ziel heißt ja nicht, dass du den Rest deines Lebens dran gebunden bist. Darum ist es ja auch sinnvoll, sich in regelmäßigen Abständen hinzusetzen, sei es jährlich, sei es halbjährlich,
und sich eigene Ziele mal wieder anzuschauen und zu überdenken, ist das überhaupt noch mein Ziel? Denn das ändert sich im Laufe des Lebens, weil sich deine Umstände vielleicht ändern, weil sich deine Wünsche ändern, vielleicht auch, weil sich Glaubenssätze ändern. Und mit der Hoffnung, auch nochmal endlich eine Ausbildung abschließen zu können und beruflich Fuß zu fassen. Ja, denk vielleicht noch gleich einen Schritt weiter. Das heißt, Prüfung ist das eine. Prüfung ist sicherlich ein wichtiger Baustein für deine berufliche Zukunft. Und du hast wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, was du für eine Prüfung machst, aber du hast vielleicht auch Vorstellungen davon, was du danach machen willst. Aber mach auch das bitte jetzt schon so konkret wie möglich und setz dir jetzt auch schon Zwischenziele. Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt sagen wir mal, es könnte ja sein, du musst es jetzt auch nicht schreiben, nimm einfach mal ein Beispiel von einer anderen Bekannten, die hat, es war jetzt nicht IHK, das war glaube ich Paracelsus-Schule, die hat diese Heilpraktikerprüfung gemacht und wollte danach natürlich als Heilpraktikerin arbeiten. Aber du kannst jetzt nicht einfach nur so, jetzt habe ich die Prüfung in der Tasche und ab morgen bin ich Heilpraktiker und praktiziere und habe Kunden. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, da ist es natürlich auch schon relevant, schon während deiner Ausbildung, frühzeitig dir Ziele zu setzen, wie wirst du dir deine berufliche Zukunft danach genau aufbauen? Geht es darum, dass du dir einen Job suchst? Geht es darum, dass du selbstständig wirst? Wie suchst du diesen Job? Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Informationen brauchst du noch, um überhaupt zu wissen, was das Richtige für dich ist, was auch dein Anspruch an den Job ist? Wie kannst du an so einen Job kommen? Wer kann dich dabei unterstützen? Wer kann dir zum Beispiel helfen, wie man die richtigen Bewerbungen schreibt oder wie man sich richtig bewirbt? Wie kannst du an die richtigen Firmen kommen? Wie kannst du die richtigen Termine bekommen? Wie schreibst du die Leute an? Wie kommunizierst du mit diesen Menschen, dass du auch zu denen gehörst, die überhaupt den Termin dann bekommen? Es ist ja in manchen Jobs sind die Firmen ja froh, wenn sie überhaupt jemanden bekommen. In anderen Jobs kommen so viele, dass die Firmen vorher schon streng selektieren. Und dann aber auch, wie baust du Schritt für Schritt? Jetzt, wenn es eher um die Selbstständigkeit geht, wie schaffst du es zum Beispiel, eine Finanzierung, einen Businessplan zu machen? Was brauchst du vielleicht noch für zusätzliches Wissen, für Ausbildungen etc.? Das heißt, je nachdem, was dein Job ist, auch hier nicht blauäugig warten, bis es soweit ist. Und lieber mal kleine Ziele, so nach dem Motto, lieber habe ich einen Minijob als gar keinen, sondern such dir konkret raus, was du machen willst. Und wenn du diesen Traumjob, den du dir dann vielleicht planst, nicht genau so erreichst, kannst du immer noch eine Stufe runtergehen. Aber fang nicht erst klein unten an, nur aus der Angst heraus, nicht enttäuscht zu werden. Denn ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, man zu lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Und glaub mir, ich habe verdammt viele Enttäuschungen auch in meinem Leben erlebt, in unterschiedlichster Art und auf unterschiedlichster Ebene. Ob finanziell, ob irgendwelche beruflichen Ziele, ob private Dinge. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Und zwar bei jedem. Auch ein, sag ich mal, Jeff Bezos, ich glaube, der ist im Moment der reichste Mensch der Welt, der Gründer und Inhaber von Amazon. Ist das? Ich glaube, ja, der ist jetzt gerade in diesem Jahr der reichste Mensch der Welt geworden. Ich glaube, dass auch der jede Menge Enttäuschungen hat. Ja? Und nur weil er viel Geld hat, ist es nicht unbedingt einfacher. Aber er hat, ich kenne ihn nicht, aber er hat offensichtlich und sicherlich eine ganze Menge Methoden gefunden, sich vielleicht auch coachen lassen, wie auch immer, um mit Rückschlägen, um mit Niederlagen, um mit Enttäuschungen umzugehen. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Jeder Mensch hat Rückschläge, hat Enttäuschungen und all diese Dinge. Es ist immer eine Frage, wie gut du lernst, damit umzugehen. Und es gibt diese Postkarte und manchmal auch als Facebook-Spruch etc., wo dann draufsteht, korrigiert mich, wenn ich es nicht genau wiedergebe, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge mehr Wahrheit drin, als dieser lustige Spruch sagt, weil ich glaube, das ist es. Jeder wird hinfallen und immer wieder. Aber das Entscheidende ist aufzustehen, das Krönchen hinzurichten, und da geht es um das Thema Selbstwert, und dann weitermachen. Weitermachen vielleicht auch anders als davor, denn so ein Moment ist immer auch dieser Moment, wo man reflektiert und schaut, was kann ich denn besser machen? Wie kann ich es denn verändern? Wo können mich denn Leute vielleicht besser unterstützen? Wo kann ich denn Menschen um Hilfe bitten? Wo kann ich denn Dinge neu lernen? Oder was habe ich denn auch aus diesem Hinfallen gelernt? Und dann
damit umgehen. Hinfallen, aufstehen, Dreck abklopfen und weiter geht's. Ja, wobei mir die Krönchen-Variante besser gefällt, weil das Krönchen so ein Stück weit für den Selbstwert steht, ja, oder für das Selbstwertgefühl. Und deswegen als Selbstsicherheitstrainer empfinde ich das natürlich als besonders spannend. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, das war's von meiner Seite. Ne, vielleicht noch mal. Nee, doch. Ich habe noch was. Ich habe noch einen Punkt vergessen. Und zwar hatte ich ja am Anfang schon gesagt, wie wichtig das für unser Unterbewusstsein ist. Es ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn dein Unterbewusstsein ein Ziel hat. Und deswegen ist dieses Visualisieren so wichtig, von dem ich vorhin gesprochen habe, dir das möglichst in allen Sinneskanälen, also in Sehen, in Riechen, in Schmecken, in Hören, in Fühlen, was immer möglich ist bei deinem Ziel, nicht überall ist es möglich. Wenn du dir das in möglichst vielen Sinneskanälen wirklich innerlich so gut wie möglich visualisierst und zwar immer, immer, immer wieder, am besten davon träumen nachts, ja, dann entsteht in deinem Unterbewusstsein erstens ein unheimlich starker Wunsch, dieses Bild auch zu realisieren. Dadurch entsteht echte Motivation und das ist ganz wichtig. Ja. Das war das Erste. Das Zweite ist, wir ticken gerade auch aufgrund unseres Unterbewusstseins in sehr, sehr vielen Sachen sehr automatisch. Und ich nenne das an einem Beispiel. Jetzt stell dir mal vor, und es sind ja, glaube ich, hauptsächlich Frauen, die heute zuschauen. Ich habe zumindest noch keine einzige männliche Stimme gelesen. Jetzt stell dir vor, du wirst plötzlich schwanger oder vielleicht warst du es ja auch schon. Wie viel Babybäuche fallen dir plötzlich auf? Ja? Da kommt es dir plötzlich vor, wie wenn es nur noch Frauen mit Babybäuchen gibt. Das war vorher auch so, also die Menge war nicht mehr oder nicht weniger. Diese Komma-Prozentbereiche, die fallen dir bestimmt nicht bewusst auf oder die kannst du wahrscheinlich selber gar nicht rausmessen, die kann man nur statistisch messen. Aber weil es dich selbst betrifft, fällt dir mehr auf. Und das gilt jetzt nicht nur für Babybäuche. Stell dir vor, du willst dir ein Wohnmobil kaufen, plötzlich fallen dir überall Wohnmobile auf, was immer es ist. Und das ist so ein Stück weit ein Selektionstool, das in unserem Unterbewusstsein ganz stark drin ist. Das heißt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten und ein Ziel ist eine super Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, dann wird dein Unterbewusstsein diese Dinge dir immer wieder zeigen. Das heißt, es wird dir Dinge zeigen, die dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und es wird selektieren, rauszufinden, was wirklich wichtig ist. Du kannst Entscheidungen viel leichter treffen, weil du an jedem Ding messen kannst, bringt mich das meinem Ziel weiter, ja oder nein? Und wenn nein, lass es. Und wenn ja, wunderbar, wieder ein Baustein mehr. Und das ist ganz entscheidend, dass man dieses Ziel ganz konkret macht. Und ihr wisst ja, ich bin Präsentationstrainer. Ich sage zum Beispiel auch meinen Präsentationsteilnehmern immer, schreib dir vor deiner Präsentation ganz konkret schriftlich auf, was du für ein Ziel mit dieser Präsentation erreichen willst. Und dann gehört in die Präsentation nur das rein an Aussagen, was diesem Ziel dient und alles andere raus damit. Und das ist schwierig, weil wir am Anfang, weil wir immer denken, wir müssen alles, was uns einfällt und alles da reinbringen. Ja? Und das ist im Leben genauso wie bei so einer Präsentation. Wir können es aber lernen, aber dazu brauchen wir eben so ein konkretes Ziel, dass wir stärker selektieren und uns stärker fokussieren. Und Flora, wenn du sagst, du hast viele Enttäuschungen erlebt und das betrifft jetzt sicherlich nicht nur dich, auch von den Zuhörern, aber auch ganz viele da draußen, die auch viele Enttäuschungen erlebt haben, dann kann sein, dass dein Fokus zu stark auf Enttäuschungen ist und dass du in der Folge dann mehr und mehr Enttäuschungen anziehst, weil du dich darauf fokussierst als Ziele. Und deswegen ist es so wichtig, oder als Erfolge, deswegen ist es so wichtig, dass du dir Ziele setzt und dich darauf fokussierst und die Enttäuschungen quasi aus deinem Leben verbannst und sie nur dazu nutzt, um daraus zu lernen und dann abhakst. Ja? Da passt jetzt wieder das, was Con geschrieben hat, Dreck abschütteln. Wenn also die Enttäuschung der Dreck ist, dann klopf den Dreck ab, nachdem du aus ihm gelernt hast und dann mach weiter und mach mit deinem Krönchen weiter. Ja? Das, glaube ich, ist wieder eine schöne Metapher, um besser mit dem Thema Enttäuschungen umzugehen, weil klar, wir fokussieren uns drauf. Und ich nenne euch mal ein Beispiel,
wie stark wir Menschen uns da beeinflussen lassen. Es ist ein Beispiel, das vielleicht viele von euch überhaupt nicht betrifft, auch mich übrigens nicht, aber ich kenne ganz viele Leute, die spekulieren an der Börse mit unterschiedlichen Sachen. Ja, ob das jetzt dann sowas wie Bitcoins ist, sind sie nicht an der Börse, aber es auch spekulieren, oder ob das irgendwelche Aktien sind oder Fonds sind oder sonst irgendwas. Ganz viele Leute machen irgendwas an der Börse. Und jetzt ist es nun mal so, dass die Börse normalerweise rauf und runter geht. Und jetzt haben wir ja gerade die letzten Wochen immer wieder erlebt, dass sie auch stark runtergegangen ist, nachdem sie jetzt jahrelang raufgegangen ist. Aber ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an diese große Internetblase im Dezember 1999. Ja, das ist also jetzt 19 Jahre her. Damals war die sogenannte Dotcom-Blase. Und damals hatte ich einen Freund und Nachbarn, mit dem ich jeden Tag ein, zweimal Gassi gegangen bin, weil wir beide Golden Retriever hatten. Und er hat mir immer erzählt, wie toll es bei ihm an der Börse läuft und was er so alles reinsteckt und was er so alles tut. Und deswegen habe ich mich damals auch immer ein bisschen mit der Börse beschäftigt. Jetzt nicht nur, was er mir erzählt hat, sondern ich habe damals auch viel drüber gelesen und so weiter. Und das Faszinierende ist, wenn die Börse raufgeht, dann kaufen die Menschen alle. Dann glauben sie alle, dass es immer noch weiter rauf geht und noch weiter rauf und noch weiter rauf. Und wenn die Börse runtergeht, dann verkaufen die Leute alle und dann glauben sie vor allem, dass es immer noch weiter runtergeht und dass es immer schlechter wird und dass es eine ganz große Katastrophe wird. Jetzt haben wir in den letzten Jahren einen sehr stabilen Aufwärtsschwung gehabt mit wenigen kleinen Dellen drin. Aber wenn das, und das gab es ja früher durchaus, immer mal wieder rauf und runter geht, das wird es auch wieder geben, so oft ja im Viertel- oder Halbjahresrhythmus oder noch kürzer. Dann kannst du wirklich erkennen, sobald es ein paar Tage raufgeht, sind die Leute euphorisch und kaufen, und sobald es ein paar Tage runtergeht, verkaufen sie und sind total deprimiert. Das kann man jetzt übertragen aufs wirkliche Leben, weil die Börse kann man auch nicht beeinflussen. Die wird beeinflusst durch die Masse. In Amerika doch ein ganz anderes System. Da gibt es diese Makler, die Preise machen, und bei uns halt durch die Menge, durch einen Algorithmus letztendlich. Und kann man auch nicht beeinflussen. Und genauso ist es halt mit Enttäuschungen. Was ich damit sagen will, wenn wir drei, vier Mal eine Enttäuschung erlebt haben, denken wir, oh, alles ist so scheiße und ich habe eh keine Chance und mein Leben ist zerstört und sonst was. Und ich kann das gut nachvollziehen. Und wenn wir drei, vier Mal was Tolles erlebt haben, dann sind wir total euphorisch und alles läuft super und wir trauen uns total viel zu. Aber wenn wir unser Leben insgesamt betrachten, dann gibt es immer Enttäuschungen, es gibt immer Erfolge. Und zwar bei jedem. Und nur weil es mal zufälligerweise drei, vier Enttäuschungen hintereinander gab, müssen die nächsten Sachen nicht auch Enttäuschungen sein, sondern das nächste nach der Wahrscheinlichkeit ist vermutlich sogar eher ein Erfolg. Wenn du dich allerdings natürlich dauernd auf die Enttäuschungen fokussierst, dann wirst du die wahrscheinlich auch wieder erreichen. Das ist die Self-Fulfilling Prophecy. Ja, darauf, wo wir die Aufmerksamkeit richten, das wird sich auch bewahrheiten oder es wird sich auch erfüllen. Also von daher sei vorsichtig, konzentriere dich darauf, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du es erreichen kannst, wenn du was dafür tust. Und wenn es halt mal Enttäuschungen gibt und selbst wenn es vier, fünf in der Reihe sind, so what? Krönchen aufrichten und weitermachen. Jo, ihr Lieben, jetzt habe ich noch was anzukündigen, was ganz Wichtiges. Denn das war nicht nur das letzte Selbstsicher Live für dieses Jahr, es war auch das letzte Selbstsicher Live überhaupt. Der Grund ist folgender: Ich muss mich vielen neuen Projekten widmen, ich muss mir mehr Zeit für mich selber nehmen und dieses ganze Selbstsicherheitsthema, denn es geht nicht nur um das Selbstsicher Live, es geht auch um selbstsicher oder jetzt selbstsicher als Website und als Facebook-Seite und als Blog und als Kurse und als Videos und was auch immer, nimmt mir zu viel Zeit weg und es bringt mir nicht das, was ich erhofft habe. Ich habe sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert, aber es bringt nicht die Umsätze, um davon ja profitieren zu können. Im Gegenteil, ich habe drauf bezahlt und deswegen kann ich das so leider nicht weitermachen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ich habe ja mit euch hier einige auch Stammhörer, die mir gerne zugehört haben, die immer wieder dabei waren. Trotzdem, es macht einfach keinen Sinn. Ich habe übrigens das Selbstsicher Live auch gerne gemacht, aber natürlich macht es auch nur Sinn für mich, da die Zeit zu investieren, wenn letztendlich daraus auch
Umsatz und Kunden entstehen, und das ist es genauso wenig oder genau zu wenig wie bei den anderen Sachen auch. Deswegen wird es leider, leider nicht mehr geben. Ich werde das jetzt noch auf dem Blog einstellen, selbstverständlich, und auf meinen YouTube-Kanal, und es wird natürlich auch noch eine ganze Weile online bleiben. Das heißt, der Blog bleibt noch ein paar Monate. Ich weiß es nicht. Das wird irgendwann auslaufen, wenn ich nicht mehr die Gebühren bezahle. Dann wird der automatisch auch verschwinden. Aber in ein paar Monaten ist er auf jeden Fall noch online, und der YouTube-Kanal wird auch auf jeden Fall online bleiben. Könnt also jederzeit euch noch Videos von mir anschauen, aber es wird eben nichts Neues mehr geben. Wer sich allerdings in irgendeiner Form coachen lassen will, das wird es natürlich weiterhin geben. Der kann sich jederzeit gerne an mich wenden. Ihr könnt mir auch gerne mal immer mal eine Frage stellen. Also sprich mich mal anschreiben oder auch mal anrufen. Bin ich auch immer gerne für euch zu haben, ganz selbstverständlich. Und wie gesagt, Coaching wird es auch geben. Aber wie gesagt, alles andere muss ich einstellen. Es gibt zwar die Kurse auch noch eine Weile, die stehen noch online und so weiter, aber auch da ist irgendwann ein zeitliches Ende gesetzt, weil mich das alles ja Geld kostet und ich das Geld dann natürlich nicht mehr investiere. In diesem Sinne, ihr Lieben, so traurig auch für mich diese Sache ist, dass es aufhört. Was habt ihr denn geschrieben? Ihr habt noch gerade was geschrieben. Mit dem Beispiel kann ich was anfangen. Ja, sehr gut. Danke, Michael. Das ist sehr schade. Ich finde es so eine super Sache. Ja, es ist wirklich schade. Es ist auch für mich traurig. Es hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Aber es macht eben keinen Sinn mehr. Ihr Lieben, ich wünsche euch vor allem erstmal einen ganz tollen, guten Rutsch. Genießt es, selbst dann, wenn ihr vielleicht. Also es gibt ja genug, die alleine sind an Silvester, genau wie an Weihnachten oder ähnliche Dinge. Macht trotzdem das Beste draus, genießt es, trinkt nicht zu viel Alkohol, macht euch keine Vorsätze, sondern echte Ziele fürs nächste Jahr. Und nochmal, ihr habt es an der Hand. Ihr könnt entscheiden mit euren Zielen und mit dem, was ihr dafür tut, was ihr aus eurem Leben macht. Daran glaube ich fest, nach all den Rückschlägen, die auch ich hatte oder immer wieder habe. Ich glaube da fest dran, man ist der Gestalter, der Architekt seines eigenen Lebens, arbeitet dran, gebt nie auf, auch wenn mal eine ganze Reihe von Enttäuschungen nacheinander kommt. Bleibt dabei, werdet so selbstsicher, so mutig und so kraftvoll, wie immer ihr könnt. Ich drücke euch da ganz fest die Daumen, wünsche euch alles, alles Gute und ja, ich habe euch im Herzen lieb und alles, alles Gute. Macht es gut. Ich habe mir gerade noch was geschrieben. Alles Gute für dich. Dankeschön. Man kann gut nachvollziehen. Dankeschön. Guten Rutsch. Ja. Danke. Viel Erfolg. Danke auch. Ich freue mich aufs Coaching mit dir. Dankeschön. Jo. Alles, alles Liebe. Macht es gut. Irgendwo werden wir uns wiedersehen oder wiederhören. Alles Liebe. Ciao, ciao.